Ist einer der erfolgreichsten Rennfahrer, die wir in Deutschland hatten. Er kommt aus der wunderschönen Stadt München, hat mit Größen des Sechstagerennens zusammengefahren. Ich nenne nur meinen Freund Klaus Buchdahl, Patrick Serkühl und viele andere mehr. Rudi Altig natürlich. Und er war lange, lange Jahre sportlicher Leiter beim Münchner Sechstagerennen, eine legendäre Veranstaltung in der Olympiahalle. Und wir freuen uns sehr, dass er den weiten Weg gefunden hat. Herzlich willkommen, Sigi Renz. Willkommen hier. Der Sieg hat kein Rahmen zugelegt seit seiner aktiven Zeit. Wahnsinnig. Alles gut. So, der Mann neben ihm ist auch eine Legende hier vom RSV Edelweiß Oberhausen. Ich würde sagen, Jahrgang 1959, so ungefähr. Ah nein, da warst du das erste Mal deutscher Meister. Entschuldigung, ich habe mich vergessen. Der Bahnführer damals. Hans Mangold, Rudi Altig, Willi Altig, der Bruder und dieser Mann. Dieter Wagner, lieber Dieter, herzlich willkommen. Können wir es verraten? Nicht verraten. Okay, also er ist geboren worden im Jahr, bevor die Olympiade in Berlin stattgefunden hat. Ne? Ich habe nichts verraten. Das ist wahr. So, und dann machen wir weiter. Mit dem freue ich mich besonders. Weil der hat, Emil Börze, wo bist du denn? Komm mal her, versteck dich nicht so. Der gehört eigentlich in diese Reihe. Emil, stell dich mal in die Mitte. Und die beiden zusammen sind ein Jahrgang. Und zwar der Jahrgang 1938. Da können Sie mal sehen, wie Radsport jung wird. Und er hat, der Emil Börze, unser sportlicher Leiter, mit diesem Herrn, den ich jetzt vorstellen möchte, zusammen große Erfolge erzielt. Er war 1967 deutscher Meister in der Zweiermannschaft mit Bertolt Enger aus Ebringen. Er war einer der schnellsten Straßensprinter, die wir in Deutschland hatten. Und zwar insbesondere Anfang der 60er Jahre. Also 1961, 62 und 63, unter anderem hatte dreimal den zweiten Preis bei einem legendären Straßenrennen über 170 Kilometer erzielt. Also 1961, 62 bin ich noch mit der Rassel und Tannenbaum gelaufen. Wir freuen uns sehr, dass du gekommen bist. Hier ist Egon Ebelbeck aus München. Und die beiden zusammen haben auch schon, das habe ich dir nochmal dokumentiert, da wurde das Foto gemacht, haben wir das Foto weggenommen hier. Ihr müsst uns, ja, da ist es. Leider haben wir hier keine Kamera, aber vielleicht kann man das so sehen. Ne? Da waren die Fotos noch schwarz-weiß und an dem Rand stand nicht Hyundai, sondern Opel. Ja, so haben sich die Zeiten verändert. Und dann, liebe Zuschauer, eine Legende. Er saß in dem Vierer, der 1972 in München Olympiasieger geworden ist. Hans Lutz gehörte dazu. Jürgen Colombo gehörte dazu und Günter Schumacher und ein weiterer Günter ist hier. Günter Haritz, Olympiasieger 1972. So, und danke für die Arbeit. Lieber Günter, gefällt dir die Veranstaltung? Ja, super. Es sind wahnsinnig viele Leute hier. Ich habe nicht gedacht, dass in meinem Verein noch so viele Leute kommen zum Radsport. Ich bin ganz stolz, dass das sein ist. Wirklich super. Ich gebe einen weiter. Unser Gast aus München, mittelziale Weltstadt Oberhausen, ist nicht ganz so groß wie München, aber mindestens genauso gemütlich. Wie gefällt dir die Veranstaltung? Also, er hat gesagt, er ist von München mit dem Auto gekommen und ist von den Zuschauern begeistert, wenn sie das Original Bayerisch nicht verstanden haben sollen. Sigi, ich habe vorhin schon gesagt, vielfach. Sportlicher Leiter beim Sechstagerennen in München, die auch was ist. Ja. Leider 29 Weinmenschen und München gibt es momentan überhaupt keine Rappenbahn. Ein großes Problem an den Sekunden. Oberhausen ist jetzt bei den Für dieses Kompliment freuen wir uns besonders. Und dann noch einmal, ich frage den Jahrgang nicht nochmal. Hat der Radsport dich so jung und frisch und ja? Ich habe durch den Radsport auch meine Frau kennengelernt, meine Frankfurter Bäcker. Und jetzt war nach meinem deutschen Meister. Wunderbar. Also, erst deutscher Meister und dann ist deine Frau heute hier? Wunderbar. Wo sitzt sie denn ungefähr? Ja, dass wir nachher mal ein paar Blumen vorbeibringen können, ne? Dass ich es mit dir ausgehalten habe, das ist ja sensationell. Nein, nochmal einen Riesenapplaus für unsere Stars hier. Ruhm der DVG. Danke euch, dass ihr gekommen seid.